Oh, Leute. Heute sind meine Inboxen hart gecrashed auf Steam, Instagram, Twitter und so weiter. Ich bin mit Nachrichten überhäuft worden, in denen ihr mir geschrieben habt, dass der Source Code von CSGO geleakt wurde. Des Weiteren auch Team Fortress 2 und ein paar meinen auch bei Garry's Mod wäre das der Fall. So, was bedeutet das jetzt? Das heißt, dass Hacker und andere Knallköpfe jetzt richtig krass erstens mal reinhacken können, ihre Hacks viel besser ausarbeiten können und so weiter und so fort. Aber vor allem, beziehungsweise eben auch, dass Dinge wie das Kapern eines fremden PCs einfach nur über die gemeinsame Bespielung eines Servers geschehen kann. Das heißt, ihr geht einfach auf einen Server, auf dem ein Hacker sitzt und der kann euren PC kapern, darauf dann irgendwelche Cheats installieren oder halt Viren und so weiter und könnte wohl vielleicht sogar euren Account snacken. Das ist zwar bis dato noch nicht vorgekommen, dass jemand seine Skins deswegen verloren hat, aber es könnte passieren. Soweit ich weiß, laufen auch die Inventories über andere Server, aber dennoch sollte man jetzt wirklich Acht geben. Also das Gebot der Stunde ist, dass man auf keinen Fall auf unoffiziellen Servern spielt, beziehungsweise eigentlich sollte man, um ganz sicher zu gehen, überhaupt kein CSGO und auch kein Team Fortress 2 spielen. Dieser Code, der geleakt wurde, ist von Ende 2017, Anfang 2018 so ungefähr. Über weitere investigative Maßnahmen, die ich nicht betrieben habe, sondern andere, kam heraus, dass der Code wohl auch schon sogar seit Anfang 2018 praktisch offen liegt oder offen läge und möglicherweise auch seitdem bereits die Hacker ihren Schabernack treiben konnten. Das heißt, vielleicht ist der Impact jetzt gerade gar nicht so schlimm, wie wir alle glauben, weil das Unheil möglicherweise schon angerichtet und auch wiederum behoben wurde. CSGO schreibt dazu auch selbst, dass sie da kein großes Problem sehen, weil dieses Snippet oder dieses Stück des Codes oder dieser Leak eben aus einer speziellen Version stammen würde und das wäre überhaupt nicht schlimm für den aktuellen Spielhergang und so weiter. Also sie sagen, man könnte weiterspielen. Bei Team Fortress 2 sieht das etwas unangenehmer aus, denn die haben scheinbar ihren Source-Code oder ihren Code an sich schon Ewigkeiten nicht mehr geupdatet. Bei CSGO gab es immer wieder Updates, die den Code insgesamt verändern, seit Ende 2017. Bei Team Fortress 2 ist das wohl nicht der Fall. Das heißt, die Hacker haben hier wirklich alles in der Hand. Bis dato hat sich Team Fortress 2 auch noch nicht dazu gemeldet. CSGO hat direkt getwittert, TF2 noch nicht. Die sind generell etwas langsamer, was das angeht, aber so kennt man sie auch. Was heißt das jetzt für uns und für den Livestream? Erstens, wir werden jetzt erstmal kein CSGO spielen. Also ich will es nicht riskieren, dass auf einmal jemand Zugriff auf meinen Kram hat und ich denke, ihr wollt das auch nicht. Das heißt, wir werden in den Livestreams unter anderem dann eben heute Abend auch ab 18 Uhr direkt Valorant machen und dann vielleicht auch noch andere Dinge, aber halt auf jeden Fall keine Half-Life-basierenden Spiele, beziehungsweise vor allem nicht diese drei eben genannten. Also kein CSGO, kein Team Fortress 2 und kein Garry's Mod. Ich lege euch natürlich im Speziellen ans Herz, dass ihr CSGO auch erstmal eine Weile liegen lasst, zumindest ein paar Tage, und falls ihr doch spielt, dann aber bitte ausschließlich auf den offiziellen Servern und nicht auf irgendwelchen Dödel-Servern. Einige Communities haben ihre Server auch bereits geschlossen, einfach nur sicherheitshalber, weil sie natürlich auch nicht wollen, dass ihr Server instrumentalisiert wird und sich da dann ein Hacker rumtreibt und andere wiederum infiziert. Ich weiß, dass wir unseren Server auch nicht sehr oft nutzen, aber den werden wir jetzt natürlich auch überhaupt nicht nutzen, zumindest bis CSGO weiteres angibt, wie man jetzt halt so zu verfahren hat. Ich bedanke mich bei euch allen, die mir Nachrichten geschrieben haben. Es ist wirklich nice, dass ihr mich so sehr auf dem Laufenden haltet und vor allem in diesem Fall schützt ihr auch mich und die Community vor Schaden. Also Daumen nach oben, richtig geil von euch. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt hier über diese ganze Sache einfach nur kurz und knapp berichten wollen. Ich verlinke euch aber noch ein Video von Anomaly. Da bespricht er alles nochmal etwas genauer. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ist halt auf Englisch. Aber ich denke, wir können alle Englisch, von daher könnt ihr euch da gerne nochmal die neuesten Infos holen. Ich werde dazu jetzt nichts mehr im Speziellen machen und da großartig aufdecken und tolle Sachen machen und pipapo, weil es eben schon gemacht wurde und ich in diesem Falle, weil es eben um eine wirklich wichtige Sache geht, die möglicherweise auch schaden könnte, jetzt nicht selbst großartig noch vielleicht irgendwelche Fehler einstreuen will. Aber ich sage hier noch dazu, dass ich auch nicht weiß, inwiefern Anomaly da richtig liegt, zu wie viel Prozent und hin und her. Aber ich gehe davon aus, dass er meint, er hat eine ganze Nacht recherchiert, dass er da schon ordentlich Zeit reingesteckt hat. Bevor ich mir jetzt hier eine Viertelstunde irgendwas absuche und dann vielleicht noch Fehler reinbaue, überlasse ich das ihm. Link zu Anomaly ist in der Beschreibung. Wir sehen uns dann heute Abend im Livestream. Macht's gut, bleibt sauber und spielt lieber erstmal kein CSGO. Zumindest für 2-3 Tage. Behaltet einfach CSGO auf Twitter im Blick, weil die hauen immer ordentlich die Infos raus. Ja, vielleicht ist mittlerweile schon alles geklärt.